Also, ihr rennt durch die dunklen Gassen in Richtung der Brücke, denn ihr habt ja gesehen, wo die Kathedrale ist und ob ihr nun oben oder unten rumgeht, die grobe Richtung ist dieselbe. Und lasst den eingestürzten Glockenturm und was auch immer da in dieser Glocke gehaust hat, hinter euch zurück. Ihr seid jetzt noch in dem dunklen Durchgang und könnt von eurer Position aus sowohl die Brücke vor euch sehen, als auch weiter links die hölzernen Hütten, wo man offenbar nach unten in die Schlucht kommen würde. Und ihr habt euch deswegen erstmal versteckt, weil die Brücke nicht mehr leer ist, wie zu dem Zeitpunkt, als ihr vom Turm aus über die Stadt geschaut habt, sondern ihr verfolgt von eurer Position aus eine merkwürdige Prozession. Da mehrere Leute in liturgischen Gewändern, zwei davon mit so Weihrauchschwenkern, und sie flankieren ein Geschöpf, das am ehesten vielleicht noch an einen Stier erinnert, also zumindest von seiner massigen Gestalt her. Und es hat auch Hufe, allerdings nur an dem letzten Paar seiner sechs Beine. Es hat auch Hörner, aber es ist nicht einfach nur ein Rind. Und auf diesen Hörnern ist ein seltsames, goldstarrendes Etwas befestigt, das zumindest, ja, also aus der Entfernung, vielleicht ist es eine Krone? Und diese Prozession bewegt sich gerade über die Brücke, die von offenbar Engelsstatuen flankiert ist, auf die Kathedrale auf der anderen Seite zu. Und links von euch geht es, wie gesagt, hinunter in die Schlucht. Wie viele Leute sind in dieser Prozession nochmal? Sechs. Aber das Vieh, das sie in der Mitte haben, ist gigantisch. Ja. Wenn wir sie töten, könnten wir ihre Kleidung nutzen, um in die Kathedrale einzudringen. Nur mein Gedanke. Aber dann müssen wir uns auch mit dem Monster auseinandersetzen. Ja, das ist dann deine Aufgabe, Magnus, ne? Nun, ich verstehe mich natürlich eher auf den Kampf gegen Untote, aber so ein Biest werde ich wohl auch noch gefällt bekommen. Wir haben Stamina zurückgekriegt, ja? Ja, die Szene ist ja vorbei. Okay. Ja, also ich denke, da wo ihr jetzt rumlungert, hattet ihr Zeug euch ein bisschen Wie weit, zu okay, erholen. wie weit sind die weg von uns? Also in Brückeneinheiten. Also ich denke, wenn du jetzt laut rufen würdest, würden sie den Ruf mitbekommen, aber wahrscheinlich deine Worte nicht Was ich verstehen. meine ist, wie viel der Brücke haben die bereits passiert? Erstes Viertel. So, wenn wir jetzt ganz entspannt von hinten heranschlendern und so tun, als wären wir wirde Kultisten, können wir sie vermutlich ein Messer zwischen die Rippen setzen, bevor sie sich fragen, hey, Moment mal, die gehören nicht zu uns. Also, ihr seht ein klein wenig anders aus als die, aber theoretisch kann alles klappen, wenn ihr gut genug würfelt. Sehen die alle gleich aus? Oder haben die irgendwie. Doch, wir machen das. Ja, Wir also es nähern uns ist ein. jetzt relativ unaufmerksam von hinten und sobald wir bemerkt werden, greifen wir sie einfach an und hoffen, dass wir die Kultisten losgeworden sind, bevor das Monster sich umgesehen hat. Ja. Und dann fliehen wir oder nehmen wir den Kampf mit dem Monster auf? Dann nehmen wir den Kampf mit dem Monster auf. Denn so oder so, wenn es Natürlich. auf dem Weg zur Kathedrale ist, wird es uns sonst im Weg sein. Richtig. Links nochmal über den, ich weiß nicht, das Fensterbrett, hinter dem wir gerade sitzen. Nun, dann los. Ich bin nicht besonders unauffällig. Ich will es nur sagen, schleichen, ich meine Beste. Also, schleichen geht auch auf Wit, oder? 100%. Das hat gar nichts mit Schleichen zu tun. Du musst einfach nur so tun, als würdest du dazugehören und würdest schon immer dazugehören. Hier, schau mich Ich an, mach's weiß mir nach. tatsächlich nicht, auf was das gehen würde. Ich glaube, das geht auf Wit.
Also ich meine, es hängt halt ein bisschen davon ab, was ihr genau vorhat. Also das, was Zensus gerade beschrieben hat, das könnte durchaus Resolve sein, weil es ist irgendwie so ein Täuschungsversuch auf sozialer Ebene. Ich denke auch, dass es Resolve ist. Es geht ja nicht wirklich darum, dass wir irgendwo mit Geschicklichkeit oder so irgendwo hinschleichen, sondern wirklich, dass wir unauffällig gehen. Also das kann jeder. Ja, okay. Geht eher darum, die Nerven zu behalten. Ja gut, das kriegen wir doch hin. Okay, also jeder Resolve, es gibt keine Gruppenprobleme. Ja, okay. Wenn wir das also, alle so machen wollen. Also alternativ wäre sowas wie Anschleichen. Anschleichen finde ich jetzt weniger resolvig. Airwit, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber es funktioniert natürlich schlecht, wenn die eine Hälfte der Gruppe das eine und die andere Hälfte das andere macht, weil während der eine sagt, hey, hallo, ich gehöre dazu, ich bin euer Freund, sagt der andere, ich stech dich ab. Ich denke, wir nähern uns jetzt alle wirklich so, als würden wir dazugehören. Okay, genau. Dann ist das Resolve. Von jedem, ja? Und ich weiß nicht, was ich mit den Gruppenproben machen soll. Aber wir könnten einfach eine Blade-Style-Gruppenprobe machen. Aber Stamina killt euch, oder vielleicht doch. Was tut ihr denn, wenn jetzt bei dieser... Wer soll das Ganze tragen? Wer frisst den Stamina-Schaden und... Das war meine Idee, also nicht. Ich glaube nicht, dass die Mechanik hier funktioniert. Hast recht, es gibt keinen Stress, deswegen steht sie vermutlich auch nicht so. Aber was machen wir denn sonst? Jeden würfeln lassen? Ja, also ich meine... Aber dann würde auch nur der den Würfelwurf verkackt, die Konsequenzen kriegen. Und das macht ja in der Fiktion dann wieder keinen Sinn. Ja. Ihr erleidet alle die Konsequenzen, weil es geht nicht anders. Also, richtig, aber dann müssten wir auch nur alle einmal würfeln. Ihr könntet euch im Kreis rum unterstützen, aber dann geht ihr ohne Stamina in den Kampf. Ja, das ist dann so. Ich sehe hier irgendwie keine richtig gute Mechanik. Also ich meine, ja, es ist irgendwie was Gemeinschaftliches und ihr könntet doch so im Kreis rum quasi jeder einen Würfel mehr haben. Aber für eine richtige Gruppenprobe, ich weiß nicht, wie ich das System biegen müsste, dass es mit dieser Blades-Mechanik funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir es biegen können. Dann machen wir so, einer macht die Probe und davon lassen wir es hängen. Okay. Ja, aber dann macht es der mit dem besten Wurf. Niemand, wir haben alle zwei Resolve. Richtig, wir haben alle zwei Resolve. Ja, das könnt ihr vergessen. Ich habe Resolve und ich habe Noble. Alle Resolve. Ja, aber meine Idee, deswegen gehe ich natürlich vor. Aber ich agiere zuerst. Mir ist das egal. Du willst dich natürlich auf den Weg machen, da siehst du schon Zensus, der fünf Schritte voraus ist, seine Waffe so auf dem Rücken hat und formt zwar seinen Mund so, als würde er pfeifen, aber das nicht. Da wollte ich sich natürlich nicht vor der Pflicht drückt, aber auch immer froh, es nicht tun zu müssen, lässt er ihn gehen. Ja, ich würde die gleiche Haltung annehmen, die Zensus annimmt und ihm hinterhergehen. Weil, ja. Gut, und Zensus, dein Ziel ist es, dass die Kultisten annehmen, du gehörst dazu. Ja, also klar. Ihr alle gehört dazu. Falls sie uns denn überhaupt bemerken. Das ist halt keine... Also ihr seid offensichtlich keine Kultisten, dafür habt ihr die falschen Kleider an. Ja, aber wir können nicht. Vielleicht seid ihr Fans. Richtig, wir gehören vielleicht nicht zur Band. Aber wir sind die Groupies. Ja, wir können. Die werden ja wohl nicht jeden einzelnen Stadtbewohner attackieren, der nicht aussieht, als würde er zu ihrem Kult gehören, right? Das ist zumindest der Gedankengang hier. Es könnte sein, dass wir das tun. In dem Fall fliegen wir einfach sofort auf und du kannst ihn einfach überklemmen. Aber ansonsten halten sie uns halt für Leute, die auch auf dem Weg zur Kathedrale sind, um da zu sein. Oder die hat einfach über die Brücke müssen. Okay. Jedenfalls nicht für Leute, die hier sind, um sie sehr speziell jetzt sehr direkt von dieser Brücke zu werfen. Denn das wird passieren. Auf gar keinen Fall. Okay, dann versuche die Kultisten zu täuschen. Wenn es nicht eher zu spät ist. Das ist ja das Wichtige hier. Ja, ich nutze meine Besonderheit der Rüstung, um einen zusätzlichen Würfel zu kriegen. Doppel 6! Du kannst die ganzen Kultisten einen Teil der Zeit täuschen. Du kannst einen Teil der Kultisten die ganze Zeit täuschen, aber du kannst nicht die ganzen Kultisten die ganze Zeit täuschen. Außer du würfelst 2 Sechsen, dann geht das. Okay,
ich denke, die Vorderen, die mit diesen Weihrauchschwenkern, die nehmen euch erstmal überhaupt nicht wahr. Also die sind damit beschäftigt, vorne wegzugehen und pompös auszusehen. Auch die Zweiten, ja, der eine wirft einen Blick über die Schulter, die ganz hinten gehen, nehmen euch wahr. Aber Zensus, sie nehmen euch offensichtlich nicht als Bedrohung wahr, obwohl ihr ja schon recht wild ausseht. Denn der eine von denen, der nickt dir sogar zu, also so als, würde er das gut finden, dass ihr euch jetzt offensichtlich anschließt. Ja, großartig, ich nicke ihm zurück und zeige ihm Daumen hoch. Ja, ja, also während ihr so hinter der Prozession über die Brücke geht, ja, werft ihr auch mal einen Blick so zur Linken und zur Rechten und ihr stellt fest, diese Engelstatuen sind ein ganz klein bisschen komisch. Also von fern sah es aus wie Engel, also in so Tuniken, so Ärmellosen. Aber ja, wenn man näher hinschaut, kann man erkennen, dass diese Tuniken offenbar aus Menschenhaut gemacht sind. Also ihr könnt noch die Konturen erkennen, also so die Hülsen von Fingern sowie leere Handschuhe. Aber ja, was erwartet man in Anbetracht des Ortes, zu dem ihr unterwegs seid? Es sind 6 Kultisten. Ich gehe davon aus, die laufen jeweils zu dritt zur der Flanke des Monsters. Ja, also ihr könnt es euch wie einen, naja, wie eine 6 auf einem Würfel vorstellen, nur etwas gestreckter. Denn das Ungetüm in der Mitte ist auch eher länglich. Also packen wir sie jemals den Hintersten. Wir können ihn nicht mal von der Brücke werfen, wir brauchen ihre Klamotte. Richtig. Packen wir jemals den Hintersten und setzen ihnen Messer zwischen die Rippen. Mund zu halten und der andere sticht zu. Ja. Ja, jeweils 2-2. Das geht. Ja. Das scheint mir aber nicht unbedingt nur Prowess zu sein, oder? Weil sie tot zu fliegen. Nein, das ist ja nicht. Also ich möchte mal wieder das gute alte Witz in den Raum werfen. Also meine Hintergrundgeschichte ist genau das: A Fight in an Alley, wo ich Messerstecherei mache. Ich finde, ja, aber es ist jetzt keine Messerstecherei, ja, das ist ein Angriff. Ich glaube, das ist eine hier Kombination aus beiden. Und zwar genau, sind hier jemals zwei. Einer wirft Twit und der andere möchte. Dann wird für das Setup. Genau. Ja, okay. Also das wäre, finde ich, das, was... Ich habe schon den Mörderhandschuh, ebenso, also hatte ich in den Mund zu. Okay, dann steche ich auf den ein und ihr macht es dann auf der anderen also, Seite. Also kurz gesagt, ihr würfelt alle auf eure besten Attribute und teilt euch demnach auf, ja? Ganz genau. Ja. Was, wir sind gierige Säcke. Eure Position ist desperate. Ja. Es ist... Moment. Too late. So, ich wollte das nur Setup, sagen. Ich glaube, das verbessert deine Position, oder? Effekt, when using physical violence, da der Effekt ja ohnehin eintritt, brauche ich. Also ich denke erstmal, wenn ich den Typen jetzt den Mund zuhalte, verbessert das die Position. Also ihr teilt euch erstmal in Gruppen auf. Okay, ja. Also auf der einen Seite haben wir auf jeden Fall Baldrick, der dem einen Kultisten den Mund zuhalten will. Und Magnus, der ihm jetzt Messer macht. Richtig. Das Dreamteam, alles klar. Und ihr seid wegen Magnus' Sonderfertigkeit nicht in einer Desperate Position, sondern es ist quasi riskant. Er verbessert Effekt, oder? Genau, ich verbessere den Effekt, aber den kann ich ja umtauschen. Das hatte Chamberlain ja gesagt am Anfang. Ich kann den Effekt gegen die Position umtauschen. Wenn es Sinn macht. Wenn es Sinn macht. Also inwiefern tauscht der Effekt gegen die Position um? Das Problem ist, ich tue mir halt echt schwer, mir vorzustellen, wie um alles in der Welt das weniger verzweifelt sein okay. sollte. Okay, naja, ganz einfach. Wenn ich ihn den Mund zuhalte, hört man es nicht, wenn er irgendwie ächzt oder sonst was. Und deswegen haben wir diese Sekunde, die wir halt brauchen. Ich will ja nicht, dass wir es gar nicht merken. Ich denke, das ist hier nicht möglich. Wir haben halt diese Sekunde, die wir brauchen, um ihn erst fertig zu machen, bevor seine Vordermänner merken, was abgeht. Ja, das macht das andere Team auch und da bin ich weiterhin auf Desperate. Ihr seid schon im Vorteil genug, ganz ehrlich. Ja, aber dann ist die Aufmerksamkeit erstmal bei dem anderen Team. Ja. Also das gebe ich euch, dass es die anderen zuerst erwischt. Also ich glaube, mehr ist hier realistischerweise nicht drin. Okay,
Alles klar, dann würfel ich jetzt einfach meine 3d6 und wir gucken mal. Mit Plus-Effekt? Ja. Da ist die 4. Mit Plus-Effekt. Das war jetzt die Aktion, um ihn abzustechen, richtig? Genau. Ja. Dann die Position hatten wir ja soweit verbessert, dass es nicht euch zuerst trifft. Aber es gibt einen negativen Beieffekt. Das halten wir mal fest und schauen uns erst an, wie es bei der anderen Seite läuft. Okay, ich gehe mal davon aus, ich mache den Whip-Probe, also ich packe mir den und du stichst ihn ab. Das ist eine gute Idee. Wunderbar, weil anders würde das wahrscheinlich auch in die Hose gehen. Ich setze ein Stamina ein, um einen zu erhöhen. Gut, unser zweites Dream Team. Ja, da habe ich leider ein 4. Okay, gut, Mund zu halten klappt, aber wahrscheinlich wird er sich verteidigen, wenn auch stumm. Aber schauen wir uns mal die zweite Probe an. Die Doppel-6. Ja, das war ein Stamina, der dann mit drin ist. Okay. Das macht's schwierig, weil das sind irgendwie widersprüchliche Dinge. Er kann ja trotzdem vorher irgendwie den kleinen Haaren, den Ellenbogen in die Rippen gerammt haben, oder? Ja, er kann mir gerne den Finger abbeißen. Ja, also ich denke, es ist wahrscheinlich, dass Harry irgendwie Harm kriegt, weil der versucht, sich zu verteidigen. Aber er hat eine Doppel-6, das heißt, er regeneriert auch einen. Nee, das ist nur bei Resistance. Entschuldigung, ich hab den falschen Namen. Ich meinte Zensus. Zensus kriegt Schaden, weil er kann ihm zwar den Mund zuhalten, aber naja, was tun die Kultisten so? Sie rennen einem den Dolch in die Rippen? Wenn er denn einen Dolch hat? Also ich verliere auch gerne einen Finger, weil ich ihm versehentlich den Finger in den Mund gesteckt hat und er zugebissen hat. Was ist es mit deinen Charakteren und ihren Körperteilen? Okay, du kannst den abgebissenen Finger haben, weil durchziehen und sich verteidigen, das ist alles ein bisschen langwierig. Harry kann ihn dann nach dieser Aktion aber völlig souverän abstechen. Das ist nicht gerade eine Stealth-Waffe. Ich habe gerade Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, aber... Haben wir nicht jeder irgendwie ein Messer oder ein Dolch oder so? Steht das auf der Liste? Oh, jetzt hat sie mich! Tinkering Tools! Climbing Gear, wir stechen sie zur Not mit einer Eishacke, so wie Stalin es wollte. Gut, alles klar. Sie werden aber trotzdem auf euch aufmerksam werden, denn ich habe immer noch mindestens eine negative Konsequenz. Und, kann ich dir resisten? Nein, okay, gib uns. Sag mir, ob es unfair wäre. Ich brauche irgendeine Art von Geräusch. Ich mache das Geräusch. Ich wollte gerade sagen, das ist genau. Ganz einfach. Er wird gebissen und danach tut's Aue. Genau, das war meine Frage, ob es unfair ist, ihn das Geräusch machen zu lassen. Nein, gar nicht. Okay, gut. Mein Finger, scheiße, mein Finger! Er hat mir den Finger gebissen! Ja, die Prozession gerät ins Stocken. Der Kultist vor euch dreht sich um, guckt ziemlich verdattert. Und ja, auch das Vieh dreht sich um, wenn auch eher schwerfällig. Los! Und dann packen wir uns den nächsten, hoffentlich. Ja, ich denke, das sollte drin sein, bevor das große Viech in die Gänge kommt. Ja, ich würde dann... Aber nein, Zensus ist zuerst. Stimmt, Zensus ist zuerst. Zensus ist vergessen. Außer es ist richtig, dann vergessen. Ja, dann ziehe ich mein Gewehr und möchte mal auf den nächsten Kultisten schießen. Glücklicherweise war es nicht mein Abzugfinger, der schon beschädigt ist. Jeder Finger ist ein Abzugfinger, wenn du kein Weichei bist. Das bedeutet, du möchtest ihn stunnen, weil... Ich möchte ihn stunnen, ja. Genau, weil zum Parieren ist es ja noch nicht gekommen. Gut, kostet Parieren eigentlich auch Kugeln? Ja. Ja, ich meine, wie sollst du sonst schießen? Und so für die Vorstellung, also ich stelle mir jetzt vor, dass Baldrick und Magnus die linke Seite genommen haben und Zensus und Harry die rechte Seite und ihr seid jetzt ungefähr in der Mitte der Brücke. Ja, oder? Okay. Ich schieße zweimal. Und das sieht nicht gut aus.
ein Schuss geht los, aber mit deinem abgebissenen Finger und das ist Blut überall. Du schießt eher ungezielt in seine Richtung und ja, man sieht zwar die Pulverwolke, aber er zuckt nicht zusammen und offensichtlich hast du ihn verfehlt. Alles klar, das war meine Aktion. Ja, ich würde gerne den Kultisten vor uns abstechen. Ich würde ihm gerne dabei helfen. Ich würde gerne eine Startup-Action machen. Es ist leider ohne Zweifel Prowess, fürchte ich, wenn ich ihn jetzt einfach mit der Axt auf ihn rübergeben will. Ich denke, das Schlamassel ist schon angerichtet, aber solange sich das Vieh noch nicht umgedreht hat, sage ich jetzt mal nur Risky. Okay. Da ist der eine, das ist nicht geschafft. Was passiert, Meister, oh Meister? Ich denke, der Kultist wird versuchen, sich zu verteidigen. Und zwar, er erwischt dich mit dem Ellenbogen und stößt dich mehr oder weniger über die Brüstung. Also du taumelst jetzt rückwärts über die Brüstung und musst dich irgendwie fangen. Das klingt fies. Also, nein, danke. Ich sage Nein zu Drogen und Konsequenzen. Nämlich, dass ich mit einem Stamina resisten möchte. Das ist dein gutes Recht, wenn du nicht von der Brüstung über einen bodenlosen Abgrund baumeln möchtest. You partially reduce. Ich denke, er stößt mich halt gegen die Brüstung und ich stoße dagegen und es reißt mir kurz die Luft aus den Lungen und ich brauche halt ein paar Momente, um mich wieder zu sammeln. Das klingt wie Sammlerverlust, aber... Es klingt wie, ich mache jetzt erstmal nichts. Ja, also du hast ja eh gerade Samina ausgegeben, also... passt schon. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass du an der Außenseite der Brüstung hängst und dich jetzt um dein Leben kämpfen wieder hochziehen musst, sondern du konntest dich noch festhalten und bist noch auf der richtigen Seite der Brüstung. Zumindest mit den Füßen. Wo die sind, ist zu Hause oder so. Gut, Angriff von meiner Seite aus auf den Kultisten. Da ist die 5. Es gelingt dir. Mit einem Plus-Effekt, weil es ja physische Gewalt. Ja, du hast recht. Also mit dem Plus-Effekt kannst du ihn töten, aber es gibt eine negative Konsequenz und zwar dieses riesige Vieh hat sich jetzt umgedreht. Und ihr könnt das jetzt alle sehen, was er auf der Stirn trägt. Diesen seltsamen Kopfputz, der fast nochmal so groß ist wie sein Schädel. Und zwar, das Ganze starrt von Gold. Also es sind goldene Strahlen, die in alle Richtungen gehen. Und ein relativ kleines, also vielleicht so handgroßes, gläsernes Kästchen in der Mitte umrahmen. Und also das ist sehr filigran mit so einem kleinen goldenen Haken verschlossen. Und was im Inneren ist, irgendwas Rotes, so genau könnt ihr es nicht sehen, denn das Biest schwenkt den Kopf herum. Oh. Er war's! Möchte euch, ich denke, fürs Erste überrennen. Sind wir nicht direkt neben ihm? Wie kann das uns da überrennen? Ja, also es kann ja keinen Anlauf nehmen. Das stimmt, aber... Andererseits kann es uns jetzt einfach mit dem Geweih über die Brüstung heben, oder? Das könnte sein, dass ich unsere Situation schlechter gemacht habe. Ja, vielleicht. Aber ich denke, erst könnt ihr noch was tun. Also die Konsequenz ist, es hat sich jetzt herumgedreht und definitiv alles, was sie tut, ist desperate. Oh, ich kann gerade nichts tun, darauf haben wir uns ja geeinigt. Yep. Mhm. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Der Versuch, den Kultisten zu stunnen, ist fehlgeschlagen, aber sonst ist da noch nichts passiert, oder? Genau. Ein sehr desperate Versuch, den Kultisten, der nicht gestunt wurde, nochmal normal zu schlagen. Mhm. Da lege ich mich zwar da rein. Und das Ganze findet auch in der Normalform der Waffe statt. Das ist kein Erfolg. Nee, 3 ist das Beste. Das Beste ist nicht gut genug. Und kein Erfolg ist in der Situation ungünstig. Ich denke, dann wird tatsächlich das Vieh dich einmal auf die Hörner nehmen. Aber er ist auf der anderen Seite. Richtig. Das Vieh ist riesig und es steht in der Mitte. Ja, aber es muss sich umdrehen. Nee. Es steht ja... Ah, okay, ja. Ja, ich weiß. Aber ich dachte, es hätte sich gerade zu uns umgedreht.
Genau, aber wir stehen ja trotzdem noch hinter ihr. Nein, nein, der Kopf war erst in Richtung Kathedrale und jetzt ist der Kopf in Richtung Stadt. Also aus der Richtung, wo ihr herkommt. Oh, die Art. Ja. Ach so, ich dachte, wir wären jeweils schon links und rechts von dem Vieh. Ja, dann Rippenboy. Mann, das Parrying. Gut. Versuchen wir es schon. Vermutlich. Ich sehe zumindest keine Regel, die dagegen spricht, oder? Nö. Nö. Muss halt gut sein. Interrupten Enemy Action, also ja. Wie viele Kugeln möchtest du ausgeben? 3. Alles klar. Die 6. Ja, eine 6. Ja, geistesgegenwärtig feuerst du deine Waffe ab. Die Kugel prallt wirkungslos gegen den breiten Schädel des Ungetüms. Aber es scheint für den Moment genug irritiert genug zu sein, um die Bewegung nicht zu Ende zu führen, denn es sah gerade so aus, als wollte es dich auf die Hörner nehmen und über die Brüstung katapultieren. Immerhin Glück gehabt. Alles geht, kein Glück. Machen die Kultisten jetzt noch was? Außer verwirrt zu sein. Bitte nicht überrascht. Wir haben noch den einen, der sich als erstaunlich hartnäckig erwiesen hat, oder? Ja, und die beiden Weihrauchschwenker vorne. Ja, aber die schwenken Weihrauch. Ich denke, der jetzt zweimal so unwahrscheinlich viel Glück hat, wird euch den Rücken zukehren und losrennen in Richtung Kathedrale. Okay. Die beiden Weihrauchschwenker sehen eher so aus, als würden sie sich kampfbereit machen. Ja. Ja, ich würde... Ich möchte den gerne parieren. Die sind aber relativ weit weg von euch. Also euer Hauptproblem ist gerade das Viech. Und ihr habt, denke ich, richtig angemerkt, dass das Viech gerade nicht wirklich Anlauf nehmen kann. Aber es wird auf jeden Fall versuchen, sich Platz zu schaffen. Und wenn ihr da im Weg steht, naja, Pech gehabt. Das Vieh rast los in Richtung Stadt. Und ich denke, das ist wahrscheinlich Resist, weil, naja, sonst werdet ihr halt über den Haufen gerannt. Ja. Von wem denn jetzt? Alle. Alle. Okay, aber hat der diese Runde nicht schon angegriffen? Es gibt keine Runden. Es gibt keine Runden. Ach so. Und gerade okay, tut gut. Niemand was, also tut das Vieh was. Ja, ich wollte nämlich eigentlich das Vieh stunnen mit meiner Knarre, bevor was passiert. Ja, aber zu spät. Ja, ich hab noch ein Stamina, also gehen wir hin. Warte, nein, ich hab eine Konsequenz hingenommen. Genau, du hast wieder vor. Dann möchte ich doch gerne alle 3 Stamina ausgeben. Okay, und ich bemühe mich dabei um eine Glock. Bestienkampf. Weil sie rennt ja jetzt weg, so. Glock hat sie dir sparen. Dann weiter. Ich würde mich gerne auf den Rücken von dem Viech schwingen. Ja! Wirklich, durch das Parry ist sowieso weg. Da kannst du mich nicht angreifen. Bestechende Logik. Bis du die Rückententakel bemerkst. Ja, aber dann ist es zu spät. Für dich. Das ist richtig. Aber ich bin schon mal dem Tod von der Schippe gesprungen. Ja, hier kann man das sehen. Die Uhr hat 10 Segmente. Wir werden herausfinden, ob das eine gute Wahl war. Und es stürmt erstmal los. Was ist aus euren Resistance-Würfen geworden? Ich habe 5. Ich habe nur 6. Ich wollte mich auf seinen Rücken schwingen. Wie machen wir das? Oder? Ist eine Resistance? Du machst trotzdem erst einen Resistance-Wurf. Dann kannst du wieder handeln. Das ist ein übermächtiger Gegner und da gelten andere Regeln. Ach, übermächtig, überschmächtig. Alles klar. Was? Nur als Frage. Was, wenn ich einfach stehen bleibe und meine Fähigkeit von meinem Kleidungsstück nutze. Was macht dein Kleidungsstück gleich nochmal? Avoid harm in combat. Das ist okay. Du musst nicht resisten. Alles klar. Hat überlegt. Ich, ja. Nee. Ich mach trotzdem erstmal. Sekunde, hat Harry noch irgendwas gesagt? Ja, macht das Barry Stamina zurück. Nein. Gut, dann habe ich keinen Sinn. Oh, okay. Ich werd's trotzdem erstmal versuchen zu resisten, weil ansonsten kann ich ja immer noch den Harm avoiden.